Guten Tag und willkommen zurück hier bei Red Steel. Ich habe jetzt schon ein bisschen länger nicht mehr aufgenommen. Heißt, ich weiß gar nicht, wo wir nochmal in der Story sind. Aber ich denke, ja, okay. Wir kriegen direkt ein Ziel, wir sollen ins Büro. Heißt, einfach nur nach oben. Okay, dann lass uns erstmal gehen. Nice Musik, chillig. Ach so, okay. Dachte gerade so, hey, wir müssen doch hier durch. Wir müssen noch zum Aufzug. Aber ja, wir sollen auf den Knopf drücken. Und, nee, ich ziehe das wieder zurück mit dem Chillig. Sie ist nicht chillig, sie ist cool auf jeden Fall. Aber wenn man die so lange, also wenn man die länger in einer, im Loop laufen lässt, dann wird die, glaube ich, echt nervig. Aber ich feiere die trotzdem. Wir hängen hier halb in der Tür drin. Wir kommen Scott, natürlich zu ihm. Wie geht's dir? Gut. Der Herr, den du in der Fabrik gerettet hast, Akira-san, weißt du überhaupt, wer das ist? Nö. Ich sag's dir, das ist eine ganz große Nummer hier in der Stadt. Und er möchte gleich mit dir sprechen. Er hat ein paar Freunde mitgebracht. Und das sind bestimmt keine Amateure. Ganz ehrlich, ich habe noch nie so ein Kaliber an Bossen in meinem Club gehabt, Scott. Alte Schule, härter als hart. Ja, let's go, Alter. Ich habe übrigens ein paar Sachen bemerkt. Ja, zu denen ich noch nichts gesagt habe. Und zwar erstmal, Mikrofoneinstellung ist ziemlich geil. Das freut mich sehr. Und was mich ebenfalls freut, Red Steel wird doch ganz gut geklickt. Dafür, dass es also eigentlich ab 18 ist. Zumindest blende ich es immer am Anfang ein und hab's auch am Anfang des Let's gesagt, Summer, dass niemand Freunde, zuschauen soll, der noch minderjährig Mann ist. Hat mich vor Tukais Leuten gerettet. Scott, ich stelle Ihnen jetzt meine Partner vor. Miss Reiko, Bunta-san, Takashi-san. Aber trotzdem und hier ist wird es gut geklickt. Das Miss freut mich sehr. Vielen Dank dafür. Mitglieder des Sanrokai, dem ausführenden Komitee des Satogumi, der treue Generale des Sato-Clans. Mhm. Diese Herren sind die Anführer der anderen drei Mitglieder. Jahrelang haben wir unter der Führung unseres Oyabuns Sato-sama einen profitablen Frieden innerhalb der Yakuza aufrechterhalten können. Doch seit seinem Verschwinden ist das Chaos wieder an der Tagesordnung. Dreckige Hunde wie Tokai versuchen, diese Harmonie um jeden Preis zu zerstören. Das dürfen wir nicht dulden. Wir wissen, dass sie Satos Tochter suchen. Und wenn Tokai tatsächlich hinter ihrer Entführung steckt, hat er uns den Krieg erklärt. Und wir werden ihn entsprechend bestrafen müssen. Ja. Was schlägst du also vor? Das sehe ich auch so. Wir können Tokai nur zu Fall bringen, wenn wir unseren Einfluss wiedergewinnen. Das heißt, die Gangs müssen wieder auf Sato hören. Und das gilt in erster Linie für euch. Scott, mit ihrer Hilfe können wir die Macht der Gangs wiederherstellen. Aber Sato ist tot, oder nicht? Hä? Doch, Sato ist tot. Das Schicksal des Clans soll in die Hände eines Gaijin gelegt werden? Aha. Sato hat ihn selbst ausgesucht. Reicht dir das etwa nicht? Ja. Soll Tokai unser heiliges Schwert in die Hände fallen? Ihr habt den letzten Wunsch von Sato zu respektieren. Das Eben. Ist ja wohl völlig klar. Richtig, genau so ist es nämlich. Sie, Scott. Als legitimer Vertreter der Sato-Familie können Sie sich aussuchen, welchem davon Sie als Ersten helfen möchten. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Ah ja, das war cool. Das war cool. Wir können zu den einzelnen Leuten im Club gehen und uns dann derer Probleme annehmen. Und die Untertitel waren gerade sehr... Wo bist du denn da reingeraten, Scott? Ah, Moment. Ganz ehrlich, ich habe gerade zum ersten Mal miterlebt, dass diese Typen einem Ausländer trauen. Sei bloß vorsichtig mit denen. Naja, du wirst schon wissen, was du machst. Eben. Die Untertitel waren gerade echt verdammt schnell. Und ich fand das irgendwie ein bisschen komisch, weil ich lese eigentlich gerne so nebenbei die Untertitel mit, damit man sich nochmal die...
ja, den Satzbau einfach anschauen kann, wie bestimmte Dinge gemeint sind und so weiter. Ja, es hört sich jetzt ein bisschen sagen wir mal ganz unwertend autistisch an. Okay. Aber es ist immer besser, dann nochmal darauf zu schauen, einfach nur, damit das Verständnis besser ist, was mit den Sätzen gemeint ist, wie diese ganze Situation zu verstehen ist und so weiter. Sprich mit einem Sankokai-Mitglied, um eine Mission auszusuchen. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Genau, wir können jetzt auch immer schön hier unten in die Trainingskammer gehen. Und ich weiß gar nicht, haben wir mittlerweile mal... Nein, die Sternwaffen haben wir nicht. Ach, Moment! Hey, Scott, wie geht's denn so? Gut, gut. Ich weiß gar nicht, müssen wir die erst freischalten? Hä? Oh, wir haben die Sniper hier? Okay. Was ist mit der Pistole? Hier? Mit der? Ja, okay. Die war doch letztens freigeschaltet, oder nicht? Ja, okay. Vielleicht können wir... Ich glaube, wir können die Dinger freischalten, indem wir mit den Waffen gut sind. 80% der Ziele ausschalten. Ja. Probieren wir es mal. Späteren Missionen bzw. Level sind gar nicht so einfach. Da muss man dann zum Beispiel mit der Shotgun verschiedene Ziele auf einmal... Scheiße! Ach komm, ey! Da muss man dann verschiedene Ziele auf einmal treffen. Mit der Shotgun zum Beispiel. Mit der Sniper muss man auch schnell sein. Also, das wird schon noch interessant. Man kann sich natürlich auch immer merken, wo die Dinger erscheinen. Dann kann man da schon vorher hinzielen. Und dann braucht man nur noch mal ein bisschen nachkorrigieren. Okay, laden wir nach. Let's go. Mit dieser Waffe gut umgehen. Jo. Scott, ich habe vielleicht eine okay, neue nice. Waffe für dich. Interessiert? Tatsächlich. Welche kriegen wir jetzt? Hallo? Die Pistole. Okay. Ich weiß gar nicht, können wir dann mit der Sniper direkt zocken gleich? Und schalten wir die dann instant frei? Oder wie ist das? Okay, jetzt laden wir nach. Okay, geil. Du brauchst auf jeden Fall eine Knarre mit mehr Klasse. Ja, so sehe ich sehr das auch. Gut. Sieh mal in die Waffenkammer. Will ich gerade nicht. Ich will jetzt ausprobieren, ob wir die Sniper benutzen können. Ja, tatsächlich. Wir können sie auf jeden Fall benutzen. Oh shit. Müssen aber eindeutig schneller sein. Okay, schön. Ich glaube, wenn wir jetzt alles hinbekommen, dann zählt's noch. Ah, nein, das war ein Fehler. Wir haben genug Mund, wir haben genug Mund. Nein. Ja, okay. Können wir das? Wir können es nicht abbrechen. Warum können wir das nicht abbrechen hier? Wow. Cool. Ne.
Wir können es halt echt nicht abbrechen. Warum nicht? Ach ja. Dann lassen wir halt die Zeit noch auslaufen und dann... Ja, ja, wir probieren es auch nochmal mit der Sniper. Aber ich wollte es nochmal vernünftig machen. Hä? Mega der Betrug. Was soll der Scheiß denn? Das ist hochgekommen und direkt hinter der scheiß Mauer verschwunden. Okay, nice. Diesmal habe ich es aber kommen sehen. Schön. Ja, schönes Ding. Glück gehabt. Ich wollte kurz neu positionieren. War eine sehr schlechte Idee. Ich weiß gar nicht, habe ich die Dinger jetzt überhaupt richtig getroffen? Du kannst sehr gut okay, nice. Hey Scott, willst du eine neue Knarre für deine Privatsammlung? Ja. Du musst sie dir natürlich erst verdienen. Ja, ja, das ist klar. Welche kriegen wir? Okay, wir müssen die Ziele hintereinander abschießen. Schätze ich mal. Ja, nee, das war auf jeden Fall kacke. Das reicht leider nicht. Nee, nee. Tut mir leid. Das reicht nicht. Ja, ja, ich weiß. Will aber nochmal probieren. Hey, Scott, willst du eine neue Knarre für deine Privatsammlung? Ja. Du musst sie dir natürlich erst verdienen. Ja, ja, ich hätte gern nochmal eine Chance. Okay, nice. Okay, schnell nachladen geht. Du kannst mit dieser Waffe gut umgehen. Alles klar, nice. Sehr gut. Sieh mal in die Waffenkammer. Let's go. Ach so, hier die Sniper ist tatsächlich noch dicht. Schade. Aber was soll's. Uzi aufgenommen. Okay, die beiden haben wir ja jetzt freigeschalten. Aber was ist mit der hier? Die ist jetzt auf einmal wieder zu. Hey Scott, ich habe da ein paar nette Spielzeuge in meiner Waffensammlung. Ja, ja, komm. Probier sie doch mal aus. Wollen wir? Ja, komm, mach mal. Welche kriege ich dieses Mal? Ja, wow, cool. Das hat jetzt nicht gezählt? Okay, okay, es zählt aber. Sehr gut. Sieh mal schönes in die Waffenkammer. Scott, ich habe vielleicht eine neue Waffe für okay, dich. Okay, dann wird das heute mal der Part, wo wir die ganzen Dinger freischalten. Wer da keinen Bock drauf hat, sorry dafür, aber... Würde das eigentlich ganz gerne machen. Einfach nur, um das Ding hier zu 100% zu haben. Ausgezeichnet. Du kannst mit dieser Waffe gut umgehen. Okay, die Waffe ist genau dein Ding.
Nimm sie dir einfach. Mhm. Und ich glaube, dann können wir auch immer auswählen, welche Waffen wir zu den Missionen mitnehmen. Wie wär's mit ein paar Schießübungen, Scott? Ja, komm, lass machen. Willst du dein Schießen verbessern, Scott? Ein bisschen üben? So geht das jetzt? Oder was? Oder müssen wir die erst nehmen, die Waffen, die wir neu bekommen haben? Willst du dein Schießen verbessern, Scott? Ein bisschen üben? Ah, okay, alles klar. Es geht tatsächlich nicht. Oder wir müssen nochmal die nehmen. Wie wär's mit ein paar Schießübungen, Scott? Okay. Na gut, alles klar. Dann würde ich kurz nachschauen, wie viel Zeit wir haben. Sind 16 Minuten in der Aufnahme. Ah, ja, okay. Dann würde ich vielleicht mich hier einfach noch ein bisschen umschauen. Und heute dann einfach einen kürzeren Part machen. Geht leider nicht anders. Eigentlich schade, ich hätte gern noch eine Mission gemacht, aber gut. Dann holen Respektstufe 5. Ah, okay, wir können jetzt zu den einzelnen Leuten gehen und dann sehen wir, wie schwierig die Level sind. Ich denke, dann machen wir das auch chronologisch und nehmen immer die mit den niedrigsten Respektstufen. Kann nicht benutzt werden. Okay, toll. Wir können uns jetzt die Gegend noch nicht mal, beziehungsweise den Club noch nicht mal anschauen. Super. Ja, nochmal dazu, dass der Part heute etwas kürzer wird. Sorry dafür. Aber wusste ich halt nicht, dass das dann so kommt. Können wir immer noch nicht durch. Ich dachte, wir können jetzt die Waffen freischalten, die wir generell schon gesehen haben. Ja. Scheint nicht. Zum Annehmen bewegst du den Zeiger mehrmals nach oben und unten, zum Ablehnen nach links und rechts. Okay, wir können ins Dojo. Dann gehen wir nochmal ins Dojo. Let's go. Das wollte ich mir nämlich auch nochmal anschauen. Dann ist der Part tatsächlich perfekt dafür geeignet. Und die Ladezeiten sind wieder ein Traum. Alles klar. Speicherpunkt. Natürlich. Geh in die Bar oder und sprich mit den Yakuzas, um dir eine Mission auszusuchen. Zwischen deinen Einsätzen kannst du jederzeit trainieren. Ja, ja, das weiß ich. Aber ich will, wie gesagt, nochmal schauen, ob es hier irgendwas gibt. Ob man hier noch irgendwas entdecken kann. Konnichiwa. Rein da. Richtig schön, ey. Oh, die trainieren da. Kann man da hin? Ach ja, hier kann man, glaube ich, Spezialpflege lernen. Konnichiwa, Scott-san. Ich heiße Mariko. Hallo. Ich bin Otoris Tochter. Vater hat mich gebeten, dein Katana-Training zu beaufsichtigen. Ja, Mann, let's go. Du kannst jederzeit zu mir kommen, wenn du deine Technik verbessern willst. Ja. Wenn du dich als gelehriger Schüler erweist und dein neu erworbenes Wissen wie ein edler Krieger in Ehren hältst, wirst du immer neue und bessere Schwertkampftechniken kennenlernen. Super, nicht wahr? Jo. Du lernst schnell, Scott. Du bist jetzt gut genug, um einige neue Bewegungen zu lernen. Soll ich sie dir zeigen? Gerne. Ja, ja. Zum Ausführen von stehender Skorpion folgende Kombination durchführen. Okay, nice. Cool. Wir haben dafür sogar schon wieder Respektpunkte bekommen. Deine Feinde sollten dich fürchten. Glaube ich. Hoffe ich. Denke ich. Du machst Fortschritte. Keine Ahnung. Vater erlaubt dir das Erlernen einer neuen Technik. Sieh dir die Schriftrollen an. Los geht's.
Alles klar. Ja, natürlich will ich es lernen. Ich will das Ding hier zu 100% oder so weit machen, wie es halt geht. Oh, der Move ist cool, aber gibt weniger Respektpunkte. Ist das für ein komischer Lianen-Sound? Was soll das? Das machst du super, Jackson. Was, Jack? Warum einfach mal... Jack? Warum Jack? Ja. Okay. Mein Vater gibt das zwar nicht zu, aber er scheint von deinen Fortschritten beeindruckt zu sein. Ich soll dir jetzt eine neue Kata beibringen. Interessiert? Ja. Okay, nice. Zum Ausführen von Donner folgende Kombination ausführen. Rechts, links. Scheiße. Rechts, links. Hallo. Rechts, links und... Zack. Das gibt richtig Respektpunkte. Nice. Okay, passt. Geil. Bravo, Scott-san. Deine Feinde sollten dich fürchten. Ich habe als Kiddy nie die Katas benutzt. Aber es ist natürlich geiler, wenn man das hinbekommt, weil man mehr Respektpunkte bekommt. Ich weiß immer noch nicht, wofür die genau sind. Vielleicht kann man die benutzen, um hier neue Dinger zu lernen. Oder man braucht die, um neue Dinger zu lernen oder neue Waffen freizuschalten. Es gibt im Moment nichts zu lernen. Okay. Kann ja sein, keine Ahnung. Da geht's raus. Okay. Ne, wir wollen aber noch nicht raus. Kann sein, dass man die braucht, um neue Katas zu lernen. Aber ich weiß es natürlich nicht. Aber im Prinzip habe ich die Dinger nie wirklich gebraucht. Ich habe das Spiel einfach so durchgespielt und habe die Schwertkämpfe immer ganz normal gewonnen mit den Standard-Moves. Wenn ich mal irgendwie was gemacht habe, dann war es Z und... beide Controller nach unten schwingen. Halt dieser Standard-Move, den man ganz am Anfang beigebracht bekommt. Und was war das? Ah, okay. Ich dachte, da wäre irgendwie ein Secret oder so, aber nee, die sind überall hier an der Wand. Okay. Ja. Schön, dass es hier nochmal ein bisschen mehr eingerichtet ist und dass es nicht einfach nur ein so ein Raum ist und dass man hier noch hergehen kann. Frag mich, ob man hier hinterher durch die Türen noch kommt. Aber ich denke tatsächlich nicht. Ja gut. Aber hier mit dem Dojo. Nice. Dass es nochmal so einen kleinen Bonus gibt. Dass es nicht quasi einfach diese Hauptstory gibt. Und ich finde, diese Schwerttechniken, die... Bei ihr wird kein grüner Punkt angezeigt, okay. Diese Schwertechniken geben dem Ganzen nochmal... Warum steht hier einfach so Putzzeug rum? Das sieht irgendwie komisch aus. Geben dem Fighten, geben den Schwertkämpfen nochmal einen besonderen Touch. Wie geht's dir, Scott-san? Gut, okay. Geben den Schwertkämpfen nochmal einen besonderen Touch, weil man eben... Ja, wenn man die Kombination gut drauf hat, kann man die Gegner, glaube ich, echt ziemlich leicht besiegen und dabei dann auch noch Respektpunkte verdienen. Und man kann hier tatsächlich noch raus. Ich weiß gar nicht, ob ich hier früher langgelaufen bin. Wie groß das ist. Das hinterher noch eine Bedeutung? Oder ist das einfach nur Detailverliebtheit? Ja, auch schön mit den Vasen, dass es auch unterschiedliche Vasen sind und hier liegt nochmal ein Schwert. Sieht zwar nicht besonders aus, das Schwert, aber ist halt trotzdem cool. Und hier nochmal die Statuen. Echt geil eigentlich gemacht.
Und hier ist einfach so ganz offen irgendwelche Elektronik. Und sehr vorbildlich auch hier mit einem Bild für einen Notausgang. Ist hier. Ah, safe kommen wir hier nochmal hinterher hin. In der Story. Wenn das einfach nur, schöne Details sind, dann wäre das echt krass. Dann wäre das schon echt krass. Weil hier einfach nochmal so einen ganzen Abschnitt einzubauen, der quasi unnötig, beziehungsweise halt nicht für die Story relevant ist, das wäre schon echt geil. War unnötig, aber sehr cool. Kann man hier vor den Gong hauen? Nein. Okay. Na gut. Ach so, genau. Das hätte ich jetzt fast vergessen, ey. Holy shit. Gut, dass mir das nochmal einfällt. Ich habe nachgeschaut, was Gaijin bedeutet. Und zwar bedeutet das sowas wie Außenstehender oder Fremder. Also quasi jemand, der jetzt nicht da zugehört zu der Gruppe. Was auch komplett Sinn macht. Weil das sind ja so Organisationen, die halt vor allem immer unter der Familie sind und ja, sind so ein bisschen halt so aufgebaut, dass es halt immer Leute sind, denen man vertrauen kann. Ja gut, bis auf einige Ausnahmen, wie halt Ryuichi, aber das sind halt dann so Überläufer, klar, die gibt's immer. Aber eigentlich sind die so aufgebaut, dass es halt immer unter dieser Gruppe von Personen bleibt, also unter dem Bekanntenkreis bleibt. Damit es halt meistens Personen sind, denen man vertrauen kann, mit denen man vernünftig was planen kann, ohne da jetzt große Bedenken haben zu müssen. Moin. Ohne da jetzt große Bedenken haben zu müssen, dass die einen verpfeifen oder dass die, keine Ahnung, Verräter sind oder so. Und das Ganze kann auch Außenseiter bedeuten, was natürlich jetzt hier nicht wirklich Sinn macht. Da macht Außenstehender oder Fremder mehr Sinn. Oder Mensch von außerhalb heißt es, glaube ich, auch. Da macht die Bedeutung mehr Sinn, weil Außenseiter ist halt eher so eine Person, die schon oft dabei gewesen ist, aber halt nie wirklich integriert wurde. So. Genug gelabert. Ich denke, und vor allem auch trainiert, ich denke, das reicht erstmal für diesen Part. Im nächsten Part geht's dann mit einer Mission weiter. Mit welcher müssen wir noch schauen? Halt wahrscheinlich mit der Mission, die die niedrigsten Respektpunkte benötigt. Und ja, ich freue mich schon. Ich hoffe ihr auch. Und dann würde ich mich nochmal fürs Zusehen bedanken. Bis demnächst und ciao.